Heute geht es um ja, das wohl begehrteste Rezept überhaupt, nämlich um Schokocreme ohne Zucker, die auch tatsächlich noch schmeckt. Ja, also die machen wir heute zusammen und was wir noch dazu machen werden, sind Brotbeeren. Weil ich mir überlegt habe, wenn du schon länger bei mir bist, dann kennst du das Rezept für die Schokocreme schon, das sogenannte Namnella. Und deswegen wollte ich allen denen, die schon länger mit mir kochen, gerne noch einen kleinen Bonus geben und dass wir auch noch Brotbeeren zusammen machen können. Okay, ich sehe, ich habe die ersten, die live mich gefunden haben. Kannst du mir mal gerade, wer immer da ist, ganz kurz sagen, wie der Ton ist, ob der Ton gut ist, ob du mich hören kannst, wer immer es ist. Es reicht mir auch einfach nur einen ganz kurzen Daumen. Einen Daumen hoch, dass alles in Ordnung ist. Das fände ich super. Dann können wir nämlich, dann weiß ich, dass ich hier an meinen Einstellungen nichts mehr ändern muss, sondern dass wir einfach loslegen können. Ja, ich hoffe auch, dass... Dankeschön, Michaela. Hallo, schön, dich mal wieder zu sehen. Sehr schön. Ich hoffe auch, dass das Netz reicht, weil ich konnte tatsächlich gerade noch nicht mal mehr meine Kamera spiegeln. Also von daher hoffe ich einfach, dass uns das Netz nicht im Stich lässt und dass wir einfach viel Spaß haben werden in dieser Woche. Ja, während ich so warte, bis alle kommen, erzähle ich euch vielleicht nochmal, was ich mir so überlegt habe. Also heute machen wir die Schokocreme mit den Brotbeeren zusammen. Und nächste Woche oder morgen geht es dann weiter mit ja, vielen, vielen leckeren Sachen. Morgen kommt das Streifendessert. Das ist tatsächlich ein Rezept, was es so irgendwo zu finden gibt. Genauso wie die Brotbeeren. Hallo Claudia, ja super, alles klappt, super, sehr schön. Ja, und ich würde mich auch total freuen, wenn mir jemand schreiben würde, wenn ihr live mitkocht, ob jemand live mitkocht, beziehungsweise kochen ist ja jetzt in diesem Falle übertrieben, also live mitmacht. Ich weiß, dass ein paar mitmachen wollten. Ich hoffe, die haben mich alle inzwischen gefunden. Und ich hoffe, dass ihr zu Hause alle noch halbwegs guter Laune seid, bezüglich der unseres etwas eingeschränkten Bewegungsfreiraums. Aber ich sage ja immer, das ist Klagen auf hohem Niveau. Wir haben ja inzwischen wirklich so, so tolle Möglichkeiten digital, dass wir das ja viel, viel besser überbrücken können als noch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Also von daher denke ich, machen wir einfach das Beste draus und nutzen hier diese Möglichkeiten, die wir haben. Das würden wir ja ohne digitales Zeitalter, wäre das ja jetzt alles überhaupt nicht möglich. Also von daher freue ich mich, dass ihr dabei seid und freue mich über all die, die noch kommen werden. Also wenn du jetzt live dabei bist oder vielleicht dir hinter die Aufzeichnung anschaust, da freue ich mich sehr drüber. Die Kerstin ist auch da. Hallo Kerstin, super, sehr schön. So, wie sieht's denn aus? Wer kocht denn live mit? Wer macht live mit? Ist irgendjemand dabei, der jetzt direkt auf der anderen Seite alles mitmacht? Hallo Evi, ja schön, dass du dabei bist, sehr schön, wir sind ja gar nicht so weit voneinander weg, prima. Hallo Regina, ja schön, dass ihr da seid, ich freue mich sehr, super, super, super. Also ich habe schon vorhin gesagt, wir machen die Brotbeeren und die Schokocreme und wer von euch Abenteuerküche zu Hause hat und vielleicht mitlesen möchte, weil das vielleicht in der einen oder der anderen Stelle einfacher ist, dass die Rezepte sind, die Schokocreme findet ihr auf Seite 28 im Buch, ja, hier einmal, und die Brotbeeren, die gibt es hinten im Partybereich auf Seite 114, ja, also nur damit ihr Bescheid wisst. Und für alle die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind,
Worüber spreche ich überhaupt? Ich spreche über mein Buch Abenteuer Küche. Das ist ein Buch, das habe ich geschrieben für ja, Familien, für eine zuckerfreiere Ernährung. Und ja, und was für alle, die das Buch noch nicht kennen, was halt das Besondere ist, ist, dass ich immer sage, sag nicht, irgendwas ist gesund, sondern erzähl eine Geschichte drumherum. Und deswegen gibt es zu all meinen Rezepten eigentlich auch Geschichten. Ah ja, Ronja und du guckst, ja natürlich, du hast doch die Ronja, Kerstin, natürlich schafft ihr das. Überhaupt kein Ding. Und es ist ja auch relativ einfach, also das wird jetzt nichts Schwieriges und ich werde bestimmt auch mal immer mal wieder aus dem Bild laufen, weil auch ich hier was vergessen habe. Mir ist nämlich gerade schon eingefallen, was. Und vor allen Dingen auch, weil mein Platz hier ein bisschen begrenzt ist. Also für ein Rezept geht es immer locker, aber sobald ein zweites Rezept dazukommt, wird es hier schon ganz schön eng, weil ich hier auch nur so einen Meter Platz habe. Aber egal. So. Wir würden starten. Ich hoffe, ihr habt alles fürs Namnella bereit. Okay, also Namnella ist die Schokocreme und die besteht aus 5 Zutaten. Ah, du schreibst mit. Ja, das ist auch gut. Obwohl, du hast doch auch das Buch. Also von daher brauchst du einfach nur dir die Seiten merken. Also, ich habe hier einmal einen Haselnussmus. Ihr könnt aber auch Mandelmus nehmen. Mandelmus hat den Vorteil, es ist weniger Allergen und ihr kriegt es ja inzwischen fast überall. Also DM, Rossmann, gut sortierte Lebensmittelgeschäfte haben es. Also von daher, und Haselnussmus bekommt man tatsächlich nicht an jeder Ecke, meistens nur im Bioladen. Und deswegen habe ich auf jeden Fall das Mandelmus auch mit aufgenommen, aber näher am Original ist es immer mit dem Haselnussmus, obwohl es mit dem Mandelmus auch super schmeckt. So, dann nehmen wir für die Süße Datteln dazu und 9 Stück. Dann habe ich Backkakao, ja, und das Weiße da drauf ist ein bisschen Salz, so eine Prise Salz. Die kommt immer mit dazu, dann schmeckt es irgendwie gleich ein bisschen besser. Und dann nehmt ihr eine Milch eurer Wahl. Also ich nehme hier immer ganz gerne Mandelmilch, aber ihr könnt auch eine normale Milch nehmen, ihr könnt Sojamilch nehmen. Für alle die, die auf zuckerfrei wirklich achten, an dieser Stelle Hafermilch, auch wenn zuckerfrei draufsteht, das wird so verarbeitet, dass durch die Fermentierung 6 Gramm Zucker entstehen, die für unseren Körper wieder genauso, ja, im Prinzip genauso wirken wie normaler Zucker auch. Also von daher empfehle ich euch tatsächlich, entweder die Hafermilch selber zu machen oder aber auf eine der anderen Sachen auszuweichen. So, dann braucht ihr, wenn ihr keinen leistungsstarken Mixer habt, einen Pürierstab, ja, oder aber ich mache das gleich hier mit meinem Hochleistungsmixer. Das hat den Vorteil, dass es einfach sehr viel schneller geht. Und wenn ihr mit einem Pürierstab arbeitet, je nach Pürierstab, guckt mal, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Es geht mit dem Namnella geht es immer noch ganz gut, aber je mehr Masse ihr habt und ich sag mal, wenn das eher ein schwächeres Gerät ist, dann müsst ihr wirklich gucken, dass euch das nicht heiß läuft. Oh, die Dagmar, hallo Dagmar, schön dich zu sehen. Ja, also von daher guckt einfach mal, wie das für euch gut geht. Ja, wichtig, ich habe schon eine Frage im Vorfeld bekommen, da gehe ich aber auch gleich noch drauf ein, ist, das Wichtigste beim Namnella ist eigentlich, dass ihr das lange genug mixt. Ja, das soll tatsächlich hinterher so eine schöne Creme geben. Ja, das ist echt ganz, ganz, eine ganz homogene Masse. Die ist nicht klumpig, sondern wirklich sehr, sehr schön. Und wenn das noch irgendwie klumpig ist oder eine bröckelige Konsistenz habt, dann müsst ihr tatsächlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Flüssigkeit dran geben und ja, oder noch einfach noch ein bisschen länger das Ganze mixen.
Ja, also je nachdem, was ihr so habt. Okay, gut, und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Ich stelle euch jetzt einfach mal runter hier und ja, hallo Isabella, sehr gerne, sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich ja, wenn ihr dabei seid, weil, wie gesagt, ne, grundsätzlich finde ich es super, dass wir jetzt endlich einfach mal ein bisschen Zeit haben, tatsächlich gemeinsam hier zu kochen oder einfach auch zu mixen. So, also ich gebe das Ganze jetzt hier in meinen Mixer rein. Und das sind 150 Gramm, jetzt in dem Falle Haselnussmus. Wie gesagt, oder ihr nehmt dunkles Mandelmus. Oder wer komplett allergisch ist, der kann auch einfach mal Cashewmus ausprobieren. Ja, das geht alles. Das Gute am Selbermachen ist ja, ihr könnt es nach eurem Geschmack anpassen und auch natürlich, wenn ihr Allergien habt, auch den Allergien anpassen. So, ich habe jetzt mal hier 9 Datteln. Ihr könnt mehr nehmen, ihr könnt weniger nehmen. Ja, ganz wie ihr das möchtet. Dann kommt noch der Backkakao mit einer Prise Salz. Ja, hier an dieser Stelle möchte ich euch immer aufmerksam machen, vielleicht ein Fairtrade Backkakao tatsächlich zu nehmen. Einfach weil die normale Schokoladenproduktion nicht ohne Kindersklaverei auskommt. Und deswegen achte ich immer drauf, dass das Ganze mit dem Fairtrade-Siegel ist, in der Hoffnung, dass dann die Kinder zumindest entlohnt werden und ihren Familien helfen können, ihren die Existenz zu sichern. So, was jetzt noch dran kommt, ist die Milch. Kippt ihr einfach rein. So. Und jetzt könnt ihr eigentlich schon euren Pürierer oder was auch immer an den Start bringen. So, ich habe mich entschlossen, dass ich das auch eben mache, weil damit ich nicht sehr viel schneller bin als diejenigen, die jetzt mitkochen. Also alle, die jetzt zuschauen, müssen sich jetzt gerade einen kleinen Moment gedulden, weil ich jetzt drüben meinen Mixer anschmeiße. Und da bitte ich euch einfach, einen kleinen Moment Geduld zu haben. Ich nehme euch auch mit dem Mikro nicht mit, weil das wird, wer einen Hochleistungsmixer kennt, weiß, es wird jetzt laut. Moment.
So, seid ihr noch da? Sorry. Also das mit diese Mix-Sachen sind halt immer das. Entweder man bereitet es einfach vor, aber das hätte ich jetzt irgendwie doof gefunden für alle, die es live mitmachen, weil dann wären die gar nicht mehr mitgekommen. So, und ihr seht, so sieht das ungefähr aus. Ja? Und das ist tatsächlich eine relativ steife Creme geworden. Und ihr habt ja auch gehört, dass ich zweimal den Mixer angehalten habe. Und dann habe ich immer reingeguckt und habe halt geguckt, ob es schon die Konsistenz hat, die ich haben wollte. Oder aber, ob ich noch ein bisschen Flüssigkeit dran tue. Weil tatsächlich die Mousse sind immer anders, die Datteln bringen immer unterschiedlich Feuchtigkeit mit. Rohkakao sollte auch gehen, Regina. So, und und das war es dann jetzt eigentlich auch schon. Na, also habt ihr die Schokocreme schon fertig. Warum muss es dunkles Mousse sein? Muss es nicht, aber wenn ihr sowas haben wollt, was in Richtung Schokocreme geht, dann eignet sich am besten ein dunkles Mousse, weil das helle Mandelmousse, also ist zum einen ja auch noch teurer und zum anderen geht das noch mehr in die Marzipanrichtung. Ja, und da sagen dann viele, das ist mir zu marzipanig. So, okay, ich guck mal eben. So, jetzt ist die Frage, was machen Kerstin und Ronja, ob die beiden wohl schon so weit sind. Das ist es. Also wenn ihr mögt und Hände frei habt, Ronja und Kerstin, könnt ihr einfach mal schreiben, ob ihr schon so weit seid oder ob ihr noch mixt und wenn ja, ob es geklappt hat. Ja, also wer jetzt mitmacht, könnt auch gerne immer Fotos machen und die Fotos dann hier in die Kommentare posten. Und dann haben wir nämlich alle was davon. Ich finde das nämlich total schön. Ich habe ja vorletzte Woche habe ich ja schon gekocht. Und das war auch super. Da habe ich danach ganz tolle Fotos bekommen. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und noch mehr freue ich mich, wenn ich das danach dann vielleicht auch sogar noch benutzen darf. Für Pinterest oder so. Weil das ist echt, da braucht man immer so viele Fotos. Und dann ist das echt immer so eine sehr coole Sache, wenn man möglichst viele Fotos zur Verfügung hat. Ja, und außerdem bin ich ja ganz ehrlich, fotografieren wahrscheinlich die meisten besser als ich. Ich habe da immer irgendwie nicht so ein Auge für. Ich gebe mir zwar inzwischen schon echt Mühe, bin auch besser geworden, aber ja, das Design-Auge ist nicht so ganz meins. So, und... okay, die Kerstin hat das schon öfter gemacht und sie ist fertig. Wunderbar. So, dann geht es jetzt an die Brotbeeren. So, das ist auch eigentlich das Rezept der Ruckzuckbrötchen. Ja, und das macht das Ganze einfach so, so schön, weil die tatsächlich dann schnell gehen. Natürlich werden wir ein bisschen brauchen. Weil das ist nämlich so ein bisschen fummelig mit das Ganze in Kugeln zu rollen. Ja, aber wird das sein, wo wir am meisten brauchen. Und das Gute ist, ihr braucht keine Hefe dafür, ne? Weil Hefe ist ja momentan, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, ausverkauft. Also bei uns ist sie zumindest ausverkauft. Und und außerdem dauert alles, was mit Hefe ist, einfach länger. Und ich finde es ein cooles Rezept für Sonntagsbrötchen, aber wie gesagt, wir können jetzt auch einfach diese Brotbeeren machen und die sind einfach toll auch für einen Kindergeburtstag. Ja, ich fange einfach mal an. Ich habe hier 600 Gramm Dinkelmehl. Ich habe jetzt Vollkornmehl genommen. Euch hatte ich 1050er da reingeschrieben. Weil das 1050er hat den Vorteil, dass es aussieht wie eher wie so ein weißes Mehl. Ja, das ist die Vorstufe zum Vollkornmehl, ist aber viel, viel gehaltvoller als ein 1050er, geht besser auf, sieht dann einfach auch besser aus, sage ich jetzt mal. Und aber
Ich habe jetzt mein Vollkornmehl hier selber gemahlen. Auch Mehl war bei mir aus. Also es war auch kein 1050er mehr zu kriegen. Deswegen habe ich es jetzt hier mehr selber gemahlen. Und da auch nochmal als Tipp, wer einen Thermomix hat oder auch so einen Hochleistungsmixer, ihr könnt damit euer Mehl auch selber mahlen. So, jetzt haben wir 1,5 Teelöffel Salz, die kommen dazu. Und wir nehmen 1 Teelöffel Backpulver und 1 Teelöffel Natron. Wer kein Natron hat, macht nichts, kann auch 2 Teelöffel Backpulver nehmen. Aber mit dem Natron geht das tatsächlich besser auf. Ja, das mache ich auch bei Muffins zum Beispiel, mache ich das auch total gerne. Und wer amerikanische Rezepte kennt, der weiß, dass die amerikanischen Muffins immer mit mit Natron gemacht werden. Ne? So, und deswegen habe ich das einfach dann auch mal ausprobiert und habe dann gemerkt, oh ja, super, stimmt, es ist viel, viel besser. Das wird alles viel lockerer. Ja, Natron alleine geht nicht, aber Backpulver und Natron funktioniert ganz hervorragend. So, und jetzt mixen wir das Ganze zusammen und ihr seht, ich werde gleich an die Grenze kommen von dem, was noch so mit dem Löffel hier zu machen ist. Und dann gehe ich mal eben noch einen Schritt rüber und hole mir noch gerade ein bisschen Mehl. Für den Fall, dass ich das gleich noch brauche, für die Hände. Und direkt schon mal eine Lage Backpapier. So, okay. So, und jetzt gehe ich zur Handarbeit über. Und fange mal an. So. Holi. Jetzt geht's hier das Telefon. Das ist immer so. Die Heike ist auch da, liebe Heike. So. Und jetzt kneten wir das Ganze. Und sind auch gleich schon fertig. So. Okay. So, ich hoffe, ihr seid auch schon soweit durch. Was wir jetzt machen, ist, dass wir. Ah ja, noch eine Sache. Noch eine Sache vielleicht, die habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Wenn es euch möglich ist, dann legt noch schnell ein bisschen die Rosinen, die wir brauchen, in Wasser. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Wasser ziehen, dann verbrennen die nicht so schnell im Ofen. Ja, ich mache das auch gerade mal eben. Moment. Weil ihr kennt das ja wahrscheinlich, das ist dann alles schwarz. So, jetzt das ganze Mikro wieder dran fummeln, das ist echt. Irgendwann kriege ich ein Headset. So, okay. So, jetzt ist unser Teig eigentlich schon fertig. Ja, also ihr seht, warum diese Brotbeeren oder der Teig für die Brotbeeren ruckzuck heißt. Ja, weil es wirklich total schnell geht und ganz, ganz einfach ist. Und das könnt ihr natürlich super auch selbst die kleinsten Kinder machen lassen. Ja, also wenn ihr zum Beispiel das jetzt morgens macht oder nehmt zum, ja, wenn ihr sonntags morgens Brötchen backen wollt, dann
könnt ihr das machen? Was im Moment, das geht wirklich so schnell und dann könnt ihr die Kinder mitmachen lassen. Und das ist eigentlich schon ein ganz toller Anfang in den Tag. Also, was ihr jetzt braucht, ihr braucht 4 ungefähr so größere Brötchen für den Körper. Also für ein Brotbär. Ich mache jetzt einfach nur einen Brotbären. Ja? Wenn ihr das zu Hause nachmacht, ihr könnt ja für den einen geht das ja genauso für alle wie für alle anderen. Dann wird es hier nicht ganz so lang und aufs Backen werden wir sowieso nicht live warten können. Ja, das müssen wir dann hinterher dann Ergebnisse präsentieren. So, okay. Gucken, kann man das sehen? Ja. Und dann nehmt ihr eine kleinere Kugel. Ja, ihr könnt das bestimmt besser als ich. Wie gesagt, ich habe für sowas immer nicht so ein wirkliches Auge. Und dann setzt ihr die hier oben drauf. So, dann könnt ihr das Ganze noch versuchen, ein bisschen zu verbinden. Aber eigentlich hält das. Das hält tatsächlich gut. Ja, so. Dann brauchen wir 4 kleine Kugeln für die Arme. Sollte nicht zu klein sein, damit ihr euch nicht verbrennen. Ne? Die müssen ja alle ungefähr zur gleichen Zeit fertig sein. Und hier sind echt Kinder gefragt, weil ich finde, die machen das immer am allertollsten. Ja, ist mir eigentlich zu klein. Möchte ich ein bisschen größer haben. Also ihr seht, ich bin echt. Also die Basteltante bin ich tatsächlich nicht. Obwohl ich, wenn es fertig ist, finde ich es immer super. Ach genau, und es gibt auch eine Geschichte zu diesen Brotbären. Die Geschichte ist nämlich tatsächlich die, dass ich an einem Kindergeburtstag, also ich bin bei Kindergeburtstagen ziemlich schnell dazu übergegangen, mir keine Mühe mehr mit irgendwelchen Kuchen zu geben, weil ich fand immer, das Essen hat die eigentlich immer nur total gestört, ja. Die hatten sowieso schon Muffins in der Schule und in der OGS und so. Und die waren eigentlich nur wild auf Spielen. So, und dann habe ich, wie gesagt, Kaffee trinken eigentlich bei meinen Kindergeburtstagen einfach abgeschafft, wo ich mir da am Anfang wirklich richtig viel Mühe mitgegeben habe, mit den allerdollsten Kuchen. Und keiner hat das wirklich gewürdigt. Und dann habe ich das irgendwie eingestellt. Das war mir zu viel Arbeit. Und habe dann bei einem Geburtstag, der ein Pferdegeburtstag war, habe ich nämlich genau diese Brotbeeren gemacht. Dann habe ich ein paar Muffins gemacht, mehr auch mit Möhren drin. Möhren und Äpfel und Möhren. Und hab dann noch. Äpfel und Möhren eigentlich für die Pferde dazu genommen, ja. Und die waren gar nicht für die Kinder. So hatte ich zumindest gedacht. So, was an diesem Geburtstag der Hit war, waren die Äpfel und die Möhren. Und die Muffins waren so, na okay. Und was der Hit war, waren die Brotbeeren. Ach so, genau. Und jetzt macht ihr noch mal ein paar kleinere Kügelchen für die Ohren. So, da auch wieder dran setzen. So, also ein Kind ist tatsächlich abgeholt worden und dann hörte ich, wie das zu ihrer Mutter sagte: Boah, und dann haben wir Brotbeeren gemacht. Und dann sagte sie: Was sind denn Brotbeeren? Ja, also das war echt der Hit. Und ihr seht ja jetzt, das ist ein ganz normaler Brotteig, ja, mehr ist das ja gar nicht. Und die einfach so ein bisschen hier nett zurecht gemacht. Und oder so nett ich das kann, ne? So. Und mehr ist es überhaupt nicht. Oh. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, jetzt ist unser erster Brotbär schon fertig. Ja, der erste von 4. Ihr seht also, geht schnell. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wie ihr den sozusagen verziert. Ich würde jetzt mal ein paar Augen noch reinmachen. Dafür nehme ich die Rosinen aus dem Wasser. So. Und steckt die hier rein. Oder drückt die drauf, wie immer man das sagen möchte. So.
Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr denen noch einen Mund gebt oder eine Nase oder so. Ich habe mir für heute noch überlegt, ich wollte mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich dem einen Bauchnabel mache mit einer Nuss. Habe ich noch nicht ausprobiert. Mal gucken, wie das wird. Zack. So, weil das fand ich, sah immer so fipsig aus mit einer, aber das könnte ganz gut werden. So, und dann könnt ihr überlegen, ob ihr dem jetzt noch einen Mund in die Mitte macht, zum Beispiel hier mit dem Löffel, oder ob ihr es weglasst. Ja, könnt ihr also tatsächlich machen, wie ihr möchtet. Und dann ist der erste Brotbär auch schon fertig. Ja, und das ist es eigentlich schon, ja, das ganze Geheimnis. Da müssen wir jetzt noch 3 von machen. Aber ich würde mal sagen, da das alle, denke ich, ja, zu Hause selber machen können, komme ich jetzt einfach mal hoch und guck mal, ob ihr noch Fragen habt, wer noch so live dabei ist. So, okay. Ah, die Claudia ist auch da. Hallihallo. Oh, es sind so viele da. Hallo, schön, dass ihr da seid. So, Moment. Also wie gesagt, irgendwann kommt der Kameramann dazu. So, da bin ich. Okay. Ja, also wir sind fertig mit unserem Brotbären und mit dem Nanella. Und wenn ihr jetzt mal guckt, es ist 3 Uhr. Das heißt, wir haben gar nicht so wahnsinnig lange gebraucht. Genau. Damit kann man alles machen. Ja, also die... hier wird gerade kommentiert, Hasen zu Ostern und so und Schäfchen. Genau, also ich finde ja, das ist Kochen und Backen ist so kreativ. Ihr könnt daraus echt alles machen. Ihr könnt die Teigmischung so machen, wie sie für euch am besten ist. Also wenn ihr sagt, ah, dann nehmen wir doch lieber helles Mehl, dann nehmt ihr helles Mehl. Ja, ihr könnt das wirklich so variieren. Und lasst mal eure Kinder da noch ein bisschen mitmachen und mit kreativ werden. Ich bin mir total sicher, da geht so viel, da gehen Schnecken. Genau, auf 180 Grad den Ofen vorheizen, ist nochmal ein guter Tipp von der Regina. Und ich würde immer Ober-Unterhitze nehmen. Also wenn ihr ein Blech habt, nehmt Ober-Unterhitze, einfach dann wird es gleichmäßiger. Ja, bei Umluft wird es so ungleichmäßig braun und backt nicht so schön. Also wenn ihr tatsächlich nur ein Blech habt, nehmt Ober-Unterhitze. Ja, okay. Ich glaube, das war es jetzt auch schon. Habt ihr noch Fragen? Schreibt mal was rein oder wie weit seid ihr? Wie gefällt es euch? Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr noch Wünsche habt für dieses Format. Ja, wir werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger mit Corona beschäftigt sein. Also wenn ihr euch irgendwas wünschen würdet, ja, das können wir das auch überlegen. Solange ich das hier hinbekomme, ja, das Einzige ist halt immer, ich muss es hier auf diesem, es muss sozusagen im Camping-Style zu kochen sein oder zu backen sein. So, jetzt habe ich meinen Brotbären hier auch aufs Backpapier schon mal gelegt. Und dann war es das. Erstmal. Ja, genau. So, ich warte mal gerade noch ein bisschen, bis ihr tippt. Und jetzt echt, der größte Nachteil ist immer, dass ich jetzt die Hände so voll habe. Und ich kann euch noch sagen, dass wenn ihr Etiketten haben wollt, die habe ich nämlich jetzt da hinten liegen, um die Gläser für euren Nanella zu beschriften. Es gibt demnächst in der virtuellen Küche von Abenteuerküche gibt es nämlich demnächst Etiketten zum Ausdrucken und Aufkleben. Ja, ja, Entschuldigung, Evi, probier das unbedingt aus. Also nochmal, alle, die die Abenteuerküche noch nicht kennen, es ist nicht nur ein Kochbuch oder ein Backbuch. Es ist tatsächlich so, dass ich eine virtuelle Küche damit drin habe. Und in dieser Küche, ja,
Da findet ihr nochmal ganz viele Videos zum Thema Kinderernährung. Ich bemühe mich da auch immer, neue Rezepte reinzustellen, neue Ideen reinzustellen. Das dauert manchmal ein bisschen, weil es tatsächlich immer viel Arbeit ist, das auch noch überall sozusagen da reinzustellen. Aber wenn alles so läuft, wie ich mir das denke, werde ich euch beim nächsten Durchgang von Kochen gegen Budenkoller ein paar neue von meinen neuen Rezepten vorstellen, die es halt noch nirgendwo gibt. Wir experimentieren hier gerade so ein bisschen. So nutzen meine Kinder und ich gerade die Zeit, dass wir jetzt noch mal ein paar neue Rezepte für uns, aber auch für euch ausprobieren. Und wir haben schon ein ganz wirklich, also ein richtig knaller Rezept für richtig, richtig tolle Riegel. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen rumexperimentieren, was da noch alles so geht. Und ja, und solche Rezepte, die stelle ich dann tatsächlich ganz exklusiv nur in diesem Mitgliederbereich von Abenteuerküche. Ja, also zum Nachlesen. Und wie lange backen? So ungefähr 25 Minuten. Ja, genau, Entschuldigung. Ungefähr 25 Minuten backen. Das haben ja nicht alle das Buch da liegen. Ne? Genau, gut, dass du nochmal nachfragst, Kerstin. Genau. Und ja, und dann geht's auch schon los und dann könnt ihr so ungefähr in einer halben Stunde könnt ihr die essen, wenn ihr möchtet. Ja, also das sind so meine Pläne, die ich habe. Wie gesagt, morgen gibt es das Streifendessert mit Luisas Schönheitspampe. Also wer allem immer schon mal wissen wollte, was Luisas Schönheitspampe ist, das erzähle ich euch morgen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr ganz einfach zuckerfreie Marmelade machen könnt, nämlich genauso einfach wie jetzt das Namnella, dann seid doch morgen wieder dabei. Und für alle die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, die Einkaufsliste, also damit ihr wisst, was wann dran ist und was ihr vielleicht auch vorbereiten müsst, weil es bietet sich ja schon an, genauso wie ich jetzt, die Sachen sich im Vorfeld zurechtzulegen. Ja, dass man dann wirklich nur noch die Sachen so ineinander kippen muss. Wenn man dann auch anfängt, durch die Schränke zu wühlen, dann kommt man natürlich nicht so gut klar. Also ihr findet das Ganze auf der Seite www.nicola-hermann.com/ und dann zuckerfrei-naschen. Ich gebe das aber auch hier nochmal in die Kommentare und oben mit rein. Und da findet ihr nochmal die Einkaufsliste. Ihr seht, was ich die nächsten Tage noch vorhabe mit euch, beziehungsweise morgen gibt es das Streifendessert mit Fruchtmus und das Fruchtmus ist so unglaublich lecker. Ja, die Pampe ist super am Morgen. Ich liebe die auch. Das ist Hirsepampe und ja, und die Geschichte dazu und wie Luisa oder wie der Robert die Luisa dazu bekommen hat, nämlich diese Pampe zu essen. Ja, das erzähle ich euch einfach mal morgen. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, und wer Abenteuerküche noch nicht hat, ich lasse euch auch den Link da. Und ich hoffe, dass ich in 2 Tagen die neue Auflage geliefert bekomme. Und dann verschicke ich an alle die es schon bestellt haben, geht es dann raus. Alles klar. Also, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Und ich hoffe, ja, ich könnte euch so ein bisschen unterstützen im Thema, ja, gemeinsam gegen einsam oder, ja, gemeinsam gegen Budenkoller. Alles klar, ich wünsche euch was und denkt an die Fotos. Wenn ihr welche macht, stellt die unbedingt in die Kommentare, damit ich ihn hinterher noch sehen kann, was dabei rumgekommen ist. Alles klar, bis dann, tschüss!